Also gut, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Witcher. Wir sind in Kapitel 4 angekommen und hier ist ein Vodja-Neupriester. Der will mit uns reden, denn wir haben hier vor der Herrin gekniet und das hat ihm gereicht und deswegen fragen wir mal nach. Ist alles in Ordnung? Meine Traurigkeit groß. Kein Frieden in mein Haus. Es tut mir leid, das zu hören. Frieden! Wohl, wohl! Tal hohl! Okay, das hat uns jetzt nichts gebracht. Was heißt Hexer in eurer Sprache? Witschmololbol. Witschmolol? Witschmololbol. Bol sein müssen. Ohne Bol heißt Idiot. Also gut. Ich bin Witschmololbol. Ja, so ihr seid. Was heißt Hexer? Witschmololbol und ohne Bol heißt es Idiot. Ist ja geil. Lebt okay. Wohl. Gut, wir haben eine neue Quest bekommen. Das könnt ihr euch auch durchlesen, wenn ihr das gerne durchlesen wollt. Müsst einfach auf Pause drücken und wir machen mal gerade die Karte auf. Ich gucke mir mal die Karte an. Okay, sie sagt uns noch nichts. Dann werden wir Stück für Stück wieder das Gebiet erkunden müssen. Und dazu gehen wir erstmal hier hinten nach Najade, der nächsten nackten Dryade namens Najade. Naja gut. Ach ja, willkommen, da war kein Sie wieder. Seid da wackeln gegrüßt. Sie wieder. Wäre mein Leid nicht, würde ich nur zu gern mit euch schwimmen. Was betrübt euch denn? Reden wir. Ihr habt ein Leid erwähnt. Wahrhaft schrecklich. Ich habe meine prachtvolle Türkishalskette verloren, als ich im Mondschein schwimmen war. Ein Geschenk der Herren des Sees. Wo seid ihr geschwommen? Für gewöhnlich bade ich im See, doch in jener Nacht wagte ich mich in den Fluss in der Nähe des Dorfes. Leider lauern dort die Ertrunkenen, die von Zephyr angeführt werden. Wer ist Zephyr? Einst war er einer der berühmtesten Diebe Vysimas. Er bewegte sich so lautlos wie der Wind. Und hübsch war er obendrein. Und jetzt? Als er einst durch die Kloaken floh, erwies sich seine Beute als zu schwer. Er wurde einer der ertrunkenen Toten, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Stiehlt er immer noch? Gewiss. Zweifellos hat er meine Halskette gestohlen. Und die Ertrunkenen beschützen ihn. Ich werde nach eurer Halskette suchen. Wunderbar. Ich habe kein Gold, um euch zu bezahlen, aber vielleicht finde ich etwas anderes, das euch von Nutzen ist. Dann sind wir uns einig. Ich warte am Ende des Strandes auf euch, in einer verzauberten Lagune. Wie finde ich Zephyr? Wenn ihr genügend Ertrunkene erschlagt, erscheint er selbst, um nach dem Rechten zu sehen. Vergesst nicht, Ertrunkene kommen nur in der Nacht heraus. Wer genau seid ihr? Eine Najade, eine Wassernymphe. Ich diene der Herren des Sees. Wo finde ich die Ertrunkenen, die Zephyr beschützen? Sie versammeln sich nachts hier am Ufer. Wenn ihr ein Boot ausleiht, könnt ihr zur Insel gelangen, wo ihr noch mehr von ihnen findet. Manche treiben sich in der Nähe des Dorfes rum. Lebt wohl. Alles klar, da haben wir schon die nächste Quest. Alte Gewohnheiten sind schwer zu ändern, wo wir eine Halskette finden sollen. Da hinten ist ein Dorf. Ich möchte erstmal hier. Resolutes Mädchen, mit der haben wir schon gesprochen. Was ist das denn hier? Okay, Ignazia kennen wir ja schon und eine Feuerstelle. Ja. Ja, was ist das? Ein Boot? Wir brauchen ein Boot. Badeplatz der Najade, alles klar. Was ist denn das Pinke da? Ach, das hier wahrscheinlich. Was ist das? Gruft. Da ist die Gruft. Okay, ne, wir gehen erstmal zum Boot, glaube ich. Ja, wir machen uns erstmal auf den Weg zum Boot, auf die andere Seite. Wir können ja hier die Pflanzen erstmal stehen lassen. Das Gebiet sieht mal wieder ganz anders aus. Mal endlich raus aus der Stadt. Die hat mich auch langsam so ein bisschen angekotzt, wenn ich ehrlich bin. Ne, wie komme ich denn da jetzt hin? Was soll das? Komm her, du blödes Boot. Was ist das denn?
Ein Affe. Na, guck mal einer an. Oh, ist der putzig. Er hat so ein bisschen so ein Gesicht wie, Meister Yoda aus Star Wars. Aber gut. So, hier, Boot. Das Boot. Ich frage den König der Fischer um Erlaubnis. Okay, kann ich mir nicht einfach nehmen. Gut. Hätte aber sein können. Dann müssen wir eben erstmal den König der Fischer um Erlaubnis fragen. Und ich könnte schon fast wetten, dass er eine andere Quest noch für uns hat. Okay, da kommen wir nicht rein. Da. Schrank. Wir haben immer noch keinen Platz und wir können auch immer noch nicht verkaufen. Alte Truhe. Was haben wir denn da drin? Auch nichts, nur Schrott. Okay, Fischer. Hm? Seid gegrüßt. Ihr seid der König der Fischer, richtig? Mhm. Sagen wir, ich habe in der Gegend etwas Geschäftliches zu erledigen. Ich bin ein Hexer, wisst ihr? Gibt es in dem See irgendwelche Ungeheuer? Amphisbäne? Libellen? Wasserkriecher? Nein? Verstehe. Der See ist sicher. Da wir gerade so nett plaudern. Dürfte ich euer Boot benutzen? Passt auf euch auf. Dem fehlten wohl die Worte. So müsste ich eigentlich auch das Let's Play kommentieren. Wäre viel einfacher, als ständig immer reden zu müssen. Aber gut. Ich glaube, wir nehmen uns das Boot und schippern dann mal rüber zur Insel. Machen diese unsicher, killen ein paar ertrunkene Tote. Wir haben ja Nacht, ne? Haben wir ja Nacht. 0 Uhr ist ja Nacht. Und vielleicht kriegen wir schon den C4 zu Gesicht. Dann haben wir die Quest schon mal abgehakt. Na komm, nicht so langsam, mein Freund. Ein bisschen schneller darfst du es schon machen, ne? Bist ja kein Opa. Sehr schöner Ausblick gerade gewesen, muss ich sagen. Schon etwas faszinierend. Ne? Und da hinten sind die Ertrunkenen. Den rücken wir direkt mal mit unserem Schwert zu Leibe. Ah ja, das war's jetzt, ja? Das ging ja flott. Aber gut. Oh, was ist da hinten? Balisik? Basilisk. Balisik vor allen Dingen. Basilisk natürlich. Herrin des Sees. Willkommen, Geralt. Vergib mir. Ich erinnere mich nicht an euren Namen. Weil ihr ihn nicht kennt. Allerdings kenne ich euch. Oder zumindest euren Ruf. Ich sollte euch warnen. Ritter Sporn nimmt sich bei seinen Balladen große Freiheiten heraus. Ich vertraue meiner Quelle, der Sirene Schinas. Sirene? Ja. Warum seid ihr so überrascht? Was hat Schinas euch erzählt? Dass ihr einen Konflikt zwischen dem Fürsten von Agloval und den Bewohnern der Unterwasserstadt Ys verhindert habt. Dank euch und euren Freunden tolerieren die Menschen und die Wotjanoi von Ys einander jetzt. Das ist ermutigend. Ich hoffe, hier geht jetzt alles gut. Schinas hat eure Intelligenz erwähnt. Macht Gebrauch davon. Sprecht mit dem Wotjanoi-Priester und dem Menschen namens Julian. Wer seid ihr? Sie nennen mich Herrin des Sees. Ist dieser geschwätzige Fischer euer Diener? Mein Diener? Nein.
Frauen brauchen ab und zu Männer. Natürlich nur für Nahrung und Schutz. Verstehe. Scharen von Rittern verteidigten einst meine Ehre. Doch das ist lange her. Nur mein armer, kränkender König der Fischer ist noch übrig. Herrin, es heißt, ich wäre ins Leben zurückgekehrt, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Könnt ihr mir helfen? Ich wusste, dass ihr nicht zufällig zurückgekehrt seid. Antwortet zuerst eins. Glaubt ihr an das Schicksal? Ja. Mit der Beantwortung meiner Frage habt ihr die eure beantwortet. Das Schicksal hat mich hierher geführt? Ich bin keine Herrin des Schicksals. Ich habe eure Vergangenheit und Zukunft gesehen, darf aber über beides nicht sprechen. Ich hatte auf Führung gehofft. Nun gut. Auch wenn ihr nie erfahrt, wer ihr seid und Kräfte euch umherwirbeln wie Wind das Laub, lohnt es sich, ein anständiger Mann zu bleiben. Ich werde es mir merken, Herrin. Gut. Reden wir weiter. Ja? Herrin, was ist aus diesen Rittern in glänzender Rüstung geworden? Ich gebe der Legende vom Heiligen Gral die Schuld. Meine kühnen Ritter brachen zu einer Mission auf. Warum, weiß ich nicht. Sie sagten, es wäre ihr Schicksal, den Heiligen Gral zu finden. Leider kann meine Macht das Schicksal nicht bezwingen. Ich konnte die Ärmsten nicht auf den rechten Weg geleiten. Der Gral wurde nie gefunden? So ist es. Kennt ihr die Legende vom Heiligen Gral? Ich habe mein Gedächtnis verloren. Sprecht mit dem Einsiedler, der die Gräber dieser tapferen Suchenden bewacht. Er ist zwar ein Langweiler, kennt die Legende vom Heiligen Gral jedoch wie kein zweiter. Ich werde ihn besuchen. Wenn ihr wegen einer Mission von allerhöchster Bedeutung zurückkehrt, glaubt mir, ich kann unangenehm werden. Lebt wohl. Okay, das war jetzt die Herrin des Sees. Und ja, wir beschreiten den Weg des Schicksals. Dafür habe ich mich jetzt einfach mal entschieden. Man konnte da ja auch auswählen, nö, ich bin mein eigener Schmied und bla. Oh, die sehen nicht sehr freundlich aus. Warum verlieren wir denn jetzt hier so viel Leben? Was ist das? Was machen die mit uns? Das finde ich aber nicht so toll. Oh Mann, was ist das? Was machen die mit uns? Ich will hier weg! Ach, Königswivern gibt's hier auch. Ja, nee, ist klar. Ist ja nicht so, als wenn wir gerade genügend Probleme hätten. Waldkauz. Haben wir Schwalbe noch drin? Nee, ne? Was ist? Gift, Gift. 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 Irgendwas gegen Gift. Das war vielleicht mal gar nicht so schlecht, die Idee. Gut, dass ich die Bombe noch gefunden habe. Wir müssen da jetzt hier irgendwie wegkommen. Sehr gut. Schnell zur Feuerstelle und mal ein bisschen schlafen, würde ich sagen. Oder meditieren. Neue Talente erworben. Ach, dann können wir uns jetzt erstmal damit beschäftigen. Meine Herren, ey, was war das denn jetzt hier? Basilisken sind ganz gemeine Viecher. Okay, also wir brauchen... vielleicht mal hier wieder ein bisschen Grundsatzdinger. Vitalität +2 für jede Charakterentwicklungsstufe.
Was macht denn Vitalität? Wo steht das? Tja, keine Ahnung. Weiß wohl irgendwie niemand, was die Vitalität macht. Gewandtheit, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir mehr Angreifen, Ausweichen und blablub. Blendenresistenz, Ausweichen nochmal erhöht. Einäschern blockieren. Apropos Einäschern, hier Igni können wir eigentlich auch mal stärker machen, oder? Was ist das denn? Erhöht die Chance von Einäscherung? Ja. Ich finde hier, Giftresistenz hatten wir sogar schon drin und trotzdem haben die noch so viel Schaden gemacht. Das war echt krass. Das war echt richtig heftig gerade, wie die uns da zur Sau gemacht haben. So, was brauchen wir denn dafür? Erfordert Gewandtheitsstufe 3, dann machen wir das doch. Jetzt haben wir noch ein paar Bronzetalente. Das bringt uns ja auch nichts. Ach so, das ist Vitalität. Klar, die Gesundheit. Natürlich, hätte ich auch drauf kommen können. Ja, komm, dann machen wir hier noch mehr Schaden halt. Wie auch immer, ist ja auch egal. Sind ja nur noch die Bronzetalente da. Können wir sowieso nichts Anständiges mehr mit anfangen. So, wir müssen auf jeden Fall neue Tränke brauen. Ohne den geht hier gar nichts mehr. Weißer Honig brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Und weiße Möwe müssen wir machen. Ohne Ende. So, dann müssen wir aus dem Ganzen hier dieses Absud machen, damit wir uns auch mal wieder heilen können. Direkt mal 3 Stück. Eine Schwalbe wäre auch nicht schlecht, nochmal zu bauen. Was ist jetzt los? Ah, ich habe keinen Alkohol mehr, oder was? Nicht so geil. Jetzt müsste ich natürlich wissen, was sind das denn für Viecher? Das könnten wir eigentlich machen, ne? Dann haben wir wenigstens irgendwas mal gemacht hier an Öl. Und fetten. So. Benutzen wir das noch mit. Alles klar. Meditieren wir nochmal 3 Stunden und dann ist gut. Müssten wir uns ja eigentlich auch von der Lebensanzeige jetzt wieder ein bisschen auffüllen. Okay. Los geht's. Ihr blöden Basilisken, wo seid ihr? Da sind sie. Na, wollt ihr her? Ja. Komm doch. Pam. Ganz viel Schmerz bereite ich dir. Oh, wir sind immun dagegen. Scheißviech. Na komm. Stirb! Ich hab nicht so viel Zeit, da ist noch ein zweiter. Hey, ich kann mich... Aha, ich will doch hier nur mich bewegen. Lauf da drüber über die Falle, dazu habe ich sie gebaut. Oh, Scheiße. Warum pariert er das immer? Was soll das? Ja, das war hier meine neue Kombi, die wir gerade erlernt haben. Na komm, jetzt stirb, du blöder Basilisk. Geht doch. Gucken wir uns direkt mal die Überreste an. Basiliskenhaut. Okay.
Gibt Kaufleute, die sowas kaufen wollen. Na gut. Glauben wir dem doch mal. Kreis des letzten Tropfens. Axii. Was ist denn Axii? Art, Gwen. Ah, Axii. Was ist das? Findlichkeit des Gegners gegenüber Silber um 10% erhöht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gänseschmalz. Salpeter haben wir auch noch ein bisschen hier. Den Wodka nehmen wir auf jeden Fall mit, damit wir nochmal eine Schwalbe machen können. Dieses Bezaubern, das muss ich glaube ich öfter verwenden. Das ist eigentlich ziemlich geil, die gegeneinander aufzuhetzen. Aber ich vergesse das immer, ne? Ach ja, Königswivern. Die gibt's ja auch noch. Gibt's nur die eine? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Natürlich nicht. Da hinten sind direkt noch Wivern. Aber gut. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein. Und noch den letzten. Jawohl. War auch kein Problem. Können wir auch ausnehmen. Was ist das? Ach, das Wivernfleisch, das brauchen wir sowieso nicht. Und Bams. Boah, hier sind aber viele Feuerstellen, fällt mir auf. Na gut, dann müssen wir dich eben im schnellen Stil besiegen. Auch kein Thema. Pam. Mit einem Rückwärtssalto in die Fresse. Kein Thema. Gar kein Thema. Euer Inventar ist voll. Ich weiß. Tempel. Wo sind wir denn hier? Altar des Dragon. Dagon. Okay. Ja, ich würde sagen, genau an dieser Stelle machen wir dann jetzt erstmal eine Pause. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher. Ja, ich freue mich drauf. Also, bis morgen. Tschüss.